Mineralstoff in unserem Körper eigentlich gut ist. Wenn Sie sich auch noch für das Thema Magnesiummangel interessieren, können Sie in diesem Video hier einmal mehr dazu erfahren. Wofür brauchen wir Magnesium? Am Anfang habe ich ja gerade schon erwähnt, dass Magnesium lebensnotwendig ist. Und warum ist das so? Nun, es ist ein Kofaktor, den viele Enzyme brauchen und der an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Magnesium ist am Energiestoffwechsel und an der Funktion von Nerven und auch von Muskeln beteiligt. Konkret heißt das, dass es zum Beispiel wichtig ist, also Magnesium, für die Kommunikation zwischen Nervenzellen und auch zum Beispiel das Zusammenziehen unserer Muskulatur und auch der Herztätigkeit. Auch der Herzmuskel oder das Herz ist ja ein Muskel. Es ist außerdem beteiligt auch am Aufbau von Knochen und Zähnen sowie auch am Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel. Damit Magnesium entsprechend in unserem Körper wirken kann, müssen wir auf eine ausreichende Tageszufuhr achten. Das ist klar. Und Frauen benötigen ca. 300 bis so 310 Milligramm täglich, Männer etwas mehr, so ungefähr 350 bis 400 Milligramm. Das hängt natürlich immer vom Gewicht ab auch etc. Aber das sind ungefähre Werte. Die genauen Werte hängen immer von der individuellen Situation ab. Schwangere und stillende Frauen sowie auch natürlich junge Männer, die viel unterwegs sind, die vielleicht auch noch im Wachstum sind etc. Und auch Menschen, die viel Sport treiben, haben einen etwas höheren Bedarf. Die empfohlene Tageshöchstdosis bei Nahrungsergänzungsmitteln liegt bei 250 Milligramm.